Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Snoo probiert. Heute wird's bunt, ihr seht schon. Ich habe auf Modhoster ein bisschen rumgeschnüffelt und da sind mir zwei Sachen vom Rainbow Dave aufgefallen. Beide Sachen sind schon etwas älter. Links der pinke Manitou ist von November 2017 und rechts der regenbogenfarbene Challenger ist von Dezember 2017. Ich stelle euch beide Sachen trotzdem vor, aus zwei Gründen. Zum einen werde ich öfter von euch gefragt, ob ich nicht ja, irgendeinen pinken Schlepper oder sonst was Wüste für die Frau, die Freundin oder die Kinder. Und zum anderen sind mir gerade beim Challenger zwei recht unverschämte Kommentare aufgefallen und auch recht sauer aufgestoßen. Und da habe ich mir gedacht, jetzt erst recht, jawohl. So, beide Sachen, wie gesagt, sind einfach nur umgeskinnt. Da ist also nicht großartig was dran gemacht worden. Wir können mal gucken im Shop. Und der Teleskoplader, und da haben wir auch schon, das ist der Manitou, der stinknormale MLT 840. Der ist einfach nur pink gemacht worden. Das wäre also dieser hier. Und dann finden wir unter Traktoren, da haben wir auch schon der Challenger, das ist der MTE 700E. Da steht jetzt Rainbow dabei, eben wegen der Farbe. Und bei dem hat sich auch noch die Hupe geändert. Jawohl, da ist der Rainbow Dave nämlich hingegangen und hat was eingebaut, womit man definitiv die Nachbarn tierisch nerven kann. Nein, nicht die Karte. Die Karte wollen wir nicht. Wir wollen die Hupe. Das ist die Taste nebendran. Ja, also ich finde solche Sachen lustig. Wie gesagt, vielleicht kann man jetzt mit dem einen oder anderen eine Freude machen und auch aus Trotz wegen den Kommentaren. Ich weiß, jetzt werden wieder einige sagen: Mein Gott, das ist total hässlich. Ein Blödsinn, Müll braucht man nicht im LS, gehört da nicht rein. Und wenn ihr das doof findet, was auch euer gutes Recht ist, um Gottes Willen, also nichts liegt mir ferner, jemand vorzuschreiben, wie er ein Spiel zu spielen hat, dann ladet es einfach nicht. Dann macht die Seite weg, sucht euch einen anderen Mod, der euch besser gefällt. Aber lasst einfach die Leute mit den Sachen spielen, mit denen sie möchten. Ich meine, Rainbow Dave hat auch da Arbeit reingesteckt, ja. Wer sich da ein bisschen mit Modden befasst, der weiß, dass das jetzt auch nicht innerhalb von einer Sekunde gemacht ist. Und er wollte uns ja damit einfach auch eine Freude machen. Also wie gesagt, ladet es einfach nicht, wenn ihr es doof findet. Also mich zwingt zum Beispiel niemand, irgendwelche Sachen zu laden, die ich nicht möchte. Vielleicht steht ja da hinterm ein oder anderen jemand, der ihn schlägt, wenn er das jetzt nicht runterlädt. Mir ist auch kein Handbuch bekannt, wo das drinsteht, wie ich mein Spiel zu spielen habe. Vielleicht gibt es sowas, also wenn ja, korrigiert mich da bitte. Aber ja, ich finde es einfach eine nette Idee. Ich finde es lustig. Ihr wisst, ich mag so farbenfrohe Sachen sowieso. Und wenn da jemand anders Freude damit hat, dann bitte viel Spaß damit. Das soll es auch schon gewesen sein. Jawohl, so viel zu diesem pinken Manitou und dem regenbogenfarbenen Challenger mit der Nachbarnervhupe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Die Links für beide Mods packe ich euch in die Videobeschreibung. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr trotz ja, dieser etwas bunten Folge natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute und bunte Zeit und sage Tschüss.